Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Jurassic World Evolution. Ja, jetzt nach längerer Zeit endlich mal wieder zurück. Und ein Glück hat jetzt keiner so lange gewartet, beziehungsweise jetzt auf diesen Stream. Ich habe ja angekündigt eigentlich, aber weiß nicht, ob YouTube das wieder falsch mitgeteilt hat oder so. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen spät dran, weil mein PC Mätzchen gemacht hat. Und ja, ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Und ich hoffe, es kommen jetzt auch noch ein paar altbekannte oder vielleicht auch neue Gesichter dazu. Und was ist der Plan für heute? Ich will natürlich die ganzen anderen Missionen noch schaffen. Hier auf Isla Penna. Und dann vielleicht gegen Ende noch auf Isla Sorna gehen. Das weiß ich aber nicht, ob wir das schaffen. Dann wäre es ja ganz sinnvoll, die Mission der Wissenschaft jetzt als erstes in Angriff zu nehmen. Weil da brauchen wir nicht mehr so viel. Das ist hier ein Kamara-Saurus mit erhöhten Knochendichte-Modifikation frei. Das könnten wir hier machen. Das Problem hier ist nur, dass die Chasmosaurier vom Bestand her. Oh. Fuck. Bestätigt. Dem gefällt das Gehege anscheinend nicht. Den können wir eigentlich auch verkaufen wieder, weil den brauchen wir nicht mehr unbedingt. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Statt einfach in den Schutzraum reinzugehen, nein, wir rennen da weiter. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Wow. Wow. Das ist wieder mal so dumm. So eine Scheiße. Hammer ist endlich. Okay. Scheiße, Mann. Okay. Hallo. Achso. Das Gehege ist hier anscheinend einfach zu komisch aufgebaut. Keine Ahnung. Hallo. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Wie lange leben wir denn die Chasmosaurier noch? Lange. Ich wüsste auch nicht. Wir könnten natürlich den Kamarasaurus rauslassen und dafür dann. Und den dann auch wieder direkt verkaufen, keine Ahnung. Wir müssen die ja nur rauslassen. Knochendichte Modifikation. Oh, ich muss niesen. So, jetzt können wir hier doch, denke ich, sind die ganzen Leichen weg, ja.
Ich möchte mal wissen, wie viel das jetzt. Scheiße. Laufende Kosten bei Ertrag. Eine halbe Million für gegen Gästeverletzung. Aber das ist so eine Untertreibung, Gästeverletzung. Es gab Tote, Mann. Tote. Oh, meine, meine. Ich kann vielleicht nebenbei gleich noch einen Auftrag von denen annehmen. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. 10 neue Dinosaurier ist aber schon ein bisschen übertrieben, oder? Ich würde ein bisschen anders machen sollen, keine Ahnung. Vor allem, der Folgentitel ist aber auch schon bescheuert. Ich schreibe den Titel und mache auf das Thumbnail den Indominus Rex und frage, können wir ihn, bleibt er kontrollierbar? Was ist das Erste, was passiert? Der Ceratosaurus bricht aus, killt alles. Geht alles wieder hoch, alles kein Problem. Wird jetzt auch bald wieder Gewinn pro Minute, ist auch wieder jetzt im Plus. Alles easy. Wie nutzen wir dieses Gehege, frage ich mich. Wie wollen wir es nutzen? Haben wir eigentlich noch Fossilien, die wir irgendwie. Toter Dinosaurier. Die Gigantosaurus. Ja, warum nicht? Kann ich da noch mehr einschicken? Nee. Schade. Beim Rest weiß ich jetzt gar nicht, was ich suchen muss. Wo ich noch keine 100% habe. Warum? Ach, sterben sie doch hier. Die Torosaurier sterben. Okay. Nechasmosaurus aber auch. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Produkt ab. Dann passt ja wieder. Aber es ist deren Sozialdings kaputt. Okay, die Torosaurus fühlt sich jetzt auch unwohl, weil. Na, ihr wisst schon warum.
Okay. Tja, keine Ahnung, was wir da jetzt hier reinmachen. Erstmal gucken, was wir hier überhaupt brauchen. Können wir hier natürlich nachgucken, weil wir alles voll haben. Schön doof. Ist von den Wegeschlagen. Auch die Musik dazu. Wunderschön. Aber dass es auf dieser Insel immer Nacht ist, ist schon irgendwie merkwürdig. Das war herausragende Arbeit. Sie haben meinen Dank. Ja. Dankeschön, bitte. Eine unserer wichtigsten Aufgaben hier in der Wissenschaftsabteilung ist, eine lebendige und vielfältige Auswahl an Dinosaurierarten für die Parks zu erschaffen. Sie könnten uns dabei helfen. Betrachten Sie das als Angebot. Wie sie. Okay, dann müssen wir hier wohl. Großartig. Deine Wie Sie wissen, Nüchus gliedern reinpacken. sich unsere Exemplare in Pflanzen- und Fleischfresser. Die Pflanzenfresser sind eher sanftmütig und passiv, die Fleischfresser eher nicht. Unser Ziel ist, sie in verschiedenen Gehegen zu isolieren. Zuerst müssen wir neue Dinosaurier ausbrüten, um sie dann aufzuteilen. Klar sollte es einfach sein, sie auseinanderzuhalten. Tipp: Diejenigen, die einem die Hand abbeißen wollen, sind keine Veganer. Das ist richtig. Jetzt habe ich hier gar nicht drauf geachtet, was der hat. Ist ja auch egal. Ach, ich sehe auch immer zu gern dabei zu, wie die rauskommen, die Dinosaurier. Ich finde es auch cool, dass da jeder Dinosaurier so ein bisschen seinen eigenen Themenmelodie hat. Ich hoffe, der Torosaurus und die Chasmosaurier rasten hier bald aus. Ich glaube, die Chasmosaurier sollte ich vielleicht. Oh nein. Wald. Sind das zu viel Wald oder zu wenig? Och, diese Insel ist einfach zu klein. Ich weiß nicht genau, wie ich die unter Kontrolle kriegen soll. Okay, ich höre schon wieder, wie einer hier gegen Zaun haut.
Das ging verdammt nochmal schnell. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Alles klar. Das hört aber nie auf, ey. Aufgabe erhalten. Transport hat begonnen. Okay, dann muss ich erstmal warten. Kein Problem. Kümmere mich um Reparatur. Ja, wo ist der Kampf noch da? Ich glaube, die will ich dann auch gleich verkaufen, weil die einfach nicht reinpassen. Sammle Produkt ein. Wow. Anfrage zur Produktabholung. Legt weitere Aufgabe fest. Das ist hier wieder mal absolutes Chaos. Produkt muss eingesammelt werden. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Zur Abholung des Produkts unter... Was ist mit den Torosa? Torosaurier haben wir gar keinen mehr.
Das ist ja komisch. Wo sind die alle hin? Hatten wir da nur zwei oder was? Direkt noch einen machen. Dann noch den Gallimimus. Was haben wir denn eigentlich noch nicht zu 100%? Eigentlich nur die Giganotosaurus. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, der wird für uns beide langfristig wertvoll sein. Ich glaube, ich werde die Chasmosaurier alle nochmal betäuben. Einverstanden. Brauche ich eigentlich nur da unten suchen. Also hauptsächlich da unten, sonst können wir die anderen noch woanders hinschicken. Kriegen wir so wenigstens noch ein bisschen Zeug. Reagiert auf Reparaturanfrage. Was ist hier? Ich warte mal, bis die beiden Chasmosaurier vollständig da sind. Sie kommt jetzt sicher auf uns zu. Da haben wir den ersten Gallimimus. Okay, der braucht gar nicht sozial. Der braucht keine Mitkollegen unbedingt. Da müssen sowieso vier machen. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben Sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. So, dann müsste das ja jetzt wieder funktionieren. Produkt wird eingesammelt. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich hoffe, vier reichen einfach mal. Den muss ich leider loswerden jetzt.
Ei, scheiße. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Unterwegs. Produkttransport wird durchgeführt. Den habe ich auch völlig vergessen. Den Dominus. Das muss ich jetzt leider noch ein bisschen genauer beobachten. Verstanden. Zustellung abgeschlossen. Reparaturtrupp unterwegs. Was für ein Scheiß misstun. Dem ist jetzt der Bestand wieder zu viel. Oh. Die Chasmosaurier sind echt scheiße. Was muss ich da jetzt loswerden? Am besten die kleinen Viecher, die AQ irgendwas. Füge Aufgabe hinzu. Anfrage bestätigt. Gerade nur Stress hier. Hallo? Wo ist er denn? Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Nachschubanfrage bestätigt. Verstanden. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Aufgabe erhalten. Hallo? Ist das vielleicht mal ordnungsgemäß reparieren? Zur Produktabholung erhalten. Wow. Das ist ein Stress wieder hier, ey. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Das ist ja einfach mal nichts wert.